Hamburger Sprayer vorgenommen. Ihr Ziel, das größte Graffiti-Bild der Welt. Beton, der Baustoff in Lohbrügge, stumpf und grau und für den Betrachter fast ein Gemütszustand. In der Betonsiedlung Hamburg-Lohbrügge ging die Verwahrlosung so weit, dass einige der Bewohner rechtsradikal wählten. Die Saga experimentierte deshalb mit dem Farbklangkonzept des weltberühmten Professors von Garnier in Bergedorf. Dessen Pastelltöne sollten die Bewohner beruhigen, vergeblich. In Lohbrügge startet die Saga nun mit der Spraydose einen neuen Versuch, die Betonsilos freundlicher zu machen. Die Idee dazu hatten die Lohbrügger Straßensozialarbeiter Knode und Kollegin. 7 Graffiti-Stars wurden überzeugt, ohne Honorar im Dezemberfrost ein 24 Meter hohes Wandgemälde zu sprühen. Mein Name ist Darko und ich komme aus Paris und naja. Oder dazu kann man diese riesengroße Wand machen, weil wir uns nicht in Deutschland alleine trauen, das Ding hier fertigzustellen. Also ich bin Lumit, ich komme aus München und finde es eigentlich eine ganz nette Gelegenheit, hier wirklich mal groß aufzutischen. Jahrelang wurden die Sprüher von der Polizei gejagt, jetzt sprühen die Szenehelden in Lohbrügge ganz legal. Und die Saga ist auch ein bisschen stolz darauf, dass hier auf bröseligem Beton das größte Graffiti der Welt entstehen soll. Das höchste ist es allemal. In 24 Metern Höhe trifft der eisige Wind aufs Gerüst. Wir sind halt bei Luther, eine Sprayerkurve da. Ne? Und für uns war das einfach eine viel zu große Fläche halt. Und der hat dann irgendwie den Daim angerufen. Sprüher halten zusammen. Ein Team von 7 Graffiti-Künstlern trotz der Kälte. 2 internationale Stars darunter, aber auch Jungs aus der Nachbarschaft. Diese Fläche wollen sie bewältigen. Ende des Monats von vielen